Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Digital Hour heute am 25. November 2022. What's the latest news for Cloud Application Management on Azure? Also, das ist heute der Titel dieser Stunde, dieses Seminars, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Und vielleicht erkennen Sie schon anhand des Titels, dass es nicht nur um ein Cloud-Thema geht natürlich und um Azure geht, sondern auch, dass wir einen englischen oder englischsprachigen Gast heute zu Gast haben, der aber sehr gut Deutsch spricht. Deswegen, das Ganze wird in Deutsch stattfinden und es geht um Application Management. Mein Name ist Steffen Wenzel. Wie gesagt, ich moderiere diese Stunde und freue mich sehr darauf, mit Ihnen das interaktiv zu gestalten. Das heißt, wir haben Umfragen eingebaut in den Vortrag, und da können Sie jederzeit dran teilnehmen. Also Sie haben aber auch die Möglichkeit, mit uns zu sprechen. Leider nicht über den Ton, sondern über das Mikrofon, sondern quasi schriftlich. Wie das funktioniert, üben wir gleich mal. Und am Ende gibt es eine Feedbackfolie und da kriegen Sie auch die Präsentation des heutigen Tages, die von Jason Ward, entsprechend nochmal im Download-Bereich. Und da können Sie sich die runterladen. Also bleiben Sie bitte bis zum Ende dran. Das wird uns sehr freuen und dann können Sie sich das entsprechend alles nochmal auf Ihren Computer runterladen. So, was haben wir noch im Angebot? Angelika Ullmann ist hier oben zu finden über mir. Und sie, also nicht direkt, sondern mit dem, was sie macht, nämlich mit Graphic Recording. Sie komprimiert, sie fasst zusammen auf grafische Art und Weise, was hier in der Digital Hour in der nächsten Stunde geschieht. Auch das bekommen Sie als Gast dieser Digital Hour am Ende per E-Mail nochmal zugesendet. Ja, und dann, wie funktioniert Ihre Teilnahme? Das möchten wir kurz üben. Und zwar, die Digital Hour gibt es jetzt 10 Jahre. Was denken Sie, wie viel Digital Hours, beziehungsweise früher hieß es Webinar Academy, haben wir gemacht? Dementsprechend geben Sie doch einfach mal eine Schätzung ab und dann bin ich mal gespannt, was Sie rausfinden. Aber es ist ja auch, wie gesagt, da kann man nichts falsch machen. Es gibt leider auch nichts zu gewinnen, aber vielleicht gucken Sie, haben Sie ja eine Idee, wie viele es gewesen sein könnten. Ah, ich kriege schon ein paar Antworten. Also mir geht es ja nur darum, dass der Chat funktioniert. Er funktioniert und es waren 500 nicht. Es waren auch nicht 120, es waren auch mehr als 40, es waren auch mehr als 60, es waren um die 100. Sagen wir mal so. Jason, ich weiß nicht genau, ob wir heute ein Jubiläum haben, aber das können wir dann später nochmal nachvollziehen und prüfen. Ich habe ihn jetzt schon mehrfach angesprochen. Jason Ward ist zu Gast mit seinem Team, was ich gleich noch vorstellen werde. Er ist Business Development Executive Application Operations and Cloud, AOC abgekürzt, also Application Operations und Cloud bei T-Systems Multimedia Solutions. Und er hat uns zwei Zitate, externe Zitate mitgebracht von schlauen Menschen, nämlich von Gartner und von IOC, die etwas zum Thema Cloud gesagt haben, nämlich Cloud will be the centerpiece of a new digital experience und there's no business strategy without a cloud strategy. Also, Sie benötigen die Cloud, wahrscheinlich sind auch schon viele von Ihnen in der Cloud. Das werden wir gleich nochmal herausfinden und dementsprechend einen kurzen Überblick über das, was Sie heute erwartet. Wir wollen mit Ihnen das Zauberwürfelrätsel lösen. Jason ist ein begnadeter Zauberwürfel, Kniffel-Dreher und dementsprechend würde das, glaube ich, parallel heute in dieser Digital Hour machen und versuchen, den Zauberwürfel zu lösen. Ich bin sehr gespannt und er wird uns natürlich erklären, was das Thema heute, nämlich Application Management in der Cloud mit dem Zauberwürfel zu tun hat. Dann gucken wir mal uns ein paar Cloud-Market-Trends an. Also was passiert da gerade? Wie hat sich das in den letzten Jahren auch entwickelt und wohin geht die Reise? Natürlich dann noch mal tiefer, insbesondere, dass wir uns das bei Azure angucken. Das ist heute der Schwerpunkt. Natürlich kann ich schon mal vorwegnehmen. Die MMS kann auch andere Clouds, aber heute Schwerpunkt Azure. Und das zeigen wir dann nochmal anhand von Use Cases. Und am Ende haben wir eine Q&A-Diskussionsrunde. Da schalten wir dann noch drei Experten hinzu, nämlich den Martin Lange, der ist so Commercial Executive im Team von Jason, Sebastian Todt und Matthias Niederhoff. Sie sind beide IT-Architekten, kümmern sich um das Thema Development, Design und Konzeption, weil das spielt dabei natürlich bei dem ganzen Thema Application Service Management auch eine sehr große Rolle.
Das wird uns gleich alles Jason erklären, warum man das heute alles braucht. Vorab eine erste Frage an Sie, nämlich Cloud Application Management ist in meinem Businessumfeld zurzeit ein wichtiges Thema. Das ist die These, der können Sie jetzt hier mit den tollen Tachometer, wie heißt es, Jason, weißt du es noch? Tachometer. Können Sie zustimmen oder nicht zustimmen? Man sieht hier Nadel auf Anschlag, live und in Farbe. Also, das heißt, die meisten stimmen zu. Ist wahrscheinlich auch so, dass Sie sich deswegen auch hier entsprechend eingewählt haben. Ob das repräsentativ ist, Jason, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke mal, ich hatte es anders vermutet, dass das noch nicht so ein wichtiges Thema ist, als wir das vorab besprochen haben. Bist du auch überrascht? Nein, bin ich nicht. Danke, Stefan, erstmal und guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, meine Tonqualität ist in Ordnung und ich freue mich auf unsere gemeinsame Reise heute. Stefan, auf deine Frage, nein, das ist keine Überraschung. Da natürlich, ich habe schon auf die Markttrends angeschaut und deshalb habe ich ein klein bisschen Insights und das gefällt mir sehr, da das scheint sehr, sehr wichtig für allen zu sein. Das bringt mich auf die nächste Folie. Stefan, du hast das angesprochen. Rubik's Cube. Du hast das ein klein bisschen bei mir überbewertet. Ich kann das nicht lösen. Ja. Es ist zu komplex für mich. Die einzige Weg, dass ich das lösen kann, ist, wenn ich jemand mitnehmen oder jemand nimmt mich mit, wer das lösen kann. Das bedeutet, ich brauche die Expertise von jemand anders oder ein ganzes Team, um diese Rubik's Cube Rätsel zu lösen. Natürlich die natürliche Frage ist, was ist der Zusammenhang mit Cloud? Jeden Unternehmen, moderner Unternehmen, hat viele Komplexitäten, die beherrschen muss, in besonders getrieben von Cloud. Was meine ich damit? Das ist diese vielfältige Herausforderungen von Strategie, Standardisierung, Skalierbarkeit, jedoch Individualität und mein eigener Geschäftsprozess und nicht zu vergessen, vielleicht die wichtigste Teil heutzutage, ist Sicherheit und Governance. Und die Frage ist, wie kann man diese Komplexität beherrschen? Und das durch Cloud Application Services würde ich dann in mehr Detail ansprechen. Ich würde sehr gerne ein kleine Zeitreise mit alle mitmachen heute. Und wir schauen erstmal in die Zukunft. Ich würde gerne auf die Markttrends anschauen. Und auf die nächste Folien, man würde sehen, die erste zwei Zitaten, die natürlich kommt nicht von mich, ich komme von viel intelligente Menschen, von die IDC und von Gartner. Und was für mich sehr, sehr wichtig war, es gibt keine Geschäftsstrategie ohne eine Cloud-Strategie. Es bedeutet, dass eine Cloud-Strategie ein sehr wichtiger Bestandteil von Geschäftsstrategie ist. Auf die linke Seite, und Stefan, hier bin ich nicht überrascht bei unserem Tachometer, wo 85% von Firmen oder Unternehmen bis 2025 würde eine Cloud-Erst-Strategie haben. Es bedeutet, was ist die Auswirkung auf unsere Komplexität und unser Rubik's Cube? Es wird nicht einfacher. Es bedeutet, diese Komplexität bleibt und würde dann steigen. Für mich sehr interessant von einer Technologiesicht ist, dass VM-Workloads sind als Legacy bezeichnet. Und das kommt von Forrester. Und auf die rechte Seite von den Folien, DevOps, und das ist auch von Forrester, DevOps ist ein Kernbaustein von zukünftiger
Cloud-Anwendungen. Und auch auf die Technologie-Seite, und das hängt zusammen mit, wie VM-Workloads als Legacy bezeichnet sind, ist Kubernetes wird als das Zentrum für neue Workloads oder die zentrale Technologie werden für neue Workloads. Das ist ein Sicht in der Zukunft. Und jetzt möchte ich ein kurzes Sicht in die Vergangenheit machen. Das ist ein klein bisschen Vergangenheit und heutzutage. Lass uns erstmal anfangen mit dieser Folie. Kurze Erläuterung. Ganz unten, man sieht diese drei Farben. Heller Blau, Magenta und dann die Dunkelblau. Die heller Blau ist die Geschäft. Das bedeutet sehr oft unser Kunden. Die mittlere Teil ist natürlich T-Systems MMS oder ja, T-Systems MMS und die dunkle Blau ist dann entweder Hosting oder Cloud Provider. Ich habe beides und das würde ich auch erläutern auf die nächste Folien, warum Hosting als alter Term und Cloud Provider als neue. Was haben wir bis jetzt, unsere Erfahrung, dass wir bis jetzt gesammelt haben? Wir haben gesehen, dass viele Unternehmen haben über die letzten 5 Jahre angefangen mit dem Cloud-Einsatz. Und dazu haben wir gemeinsam mit unseren Kunden diese 4 Bausteine, wie man in dem Cloud kommt. Und das beginnt von ganz am Anfang mit einem Kalibrierungsworkshop. Und dann geht in der Strategie und wir haben gesehen, wie wichtig eine Cloud-Strategie ist. Und dann eine Prüfungsphase über ein Cloud Assessment Readiness. Was können wir als ein POC dann prüfen? Geht das überhaupt in dem Cloud? Das ist, und übrigens ein kleines Zitat hier, diese Folie hier ist 5 Jahre alt. Ich habe das mit dem gemeinsamen Team, vor 5 Jahren haben wir das gemeinsam gebaut. Und warum ist das wichtig? Das ist wichtig, da die Entwicklung, dass wir heutzutage sehen, und das bedeutet die Anforderungen an uns und von unseren Kunden, geht in die Richtung von Cloud-Optimized Services. Es ist kein Tippfehler. Ich habe das mit Absicht gemacht, da die Erwartung ist, nicht nur in dem Cloud zu bringen, meine Applikationen auf dem Cloud. Das ist, meine Applikationen auf dem Cloud zu bringen und dann das zu optimieren. Das bedeutet, die volle Nutzung von den Cloud-Diensten für mein Geschäft zu nutzen. Ganz unten, man sieht auch, normalerweise haben wir von der linken Seite bis rechte Seite Design, Build, Run. Das ist eine etablierte Sichtweise auf die Welt. Jedoch, das hat sich entwickelt mit der Einführung von Cloud und Cloud Services. Das ist nicht nur Develop oder das ist Develop und Design. Das ist Build und Deploy. Und dann ist das Orchestrierung und Optimierung. Das bedeutet, und das hier ist sehr, sehr wichtig. Warum? Wieder, wenn wir vor 5 Jahren anschauen. Ich würde das auf die nächste Folien erklären. Ich würde ein klein bisschen in die Tiefe gehen. Was bedeutet das genau? Da dies eine schöne Folie, das zeigt den Weg in dem Cloud und wie man das erreichen kann und was die Erwartungen sind von Geschäftssicht und wie wir als IT-Geschäftspartner gemeinsam mit die Cloud-Provider eine Rolle spielt. Und ich würde wieder erstmal in die Vergangenheit. Bitte für in die Runde, die Erwartung ist nicht, dass man jeden Linie und auf dem Folien liest. Auf die linke Seite haben wir das so aufgeteilt und man befindet wieder heller Blau, Geschäftssicht. Magenta ist die IT-Dienstleister-Sicht oder IT-Geschäftspartner, in diesem Fall Dienstleister. Und dann ganz unten dunkelblau oder marinblau, die reine Hosting-
was die Hosting-Partner mitgebracht hat. Natürlich zwischen diesen drei gibt es unterschiedliche Ziele und unterschiedliche oder Reibungspunkte. Und diese Reibungspunkte sind genau, wo die Arrows sich befindet oder zusammenkommen. Was bedeutet das konkret? Wenn wir von Geschäftssicht, das bedeutet ganz oben, anfangen, in die alte Welt, die Geschäftsmodelle Anforderungen, die Funktionalität Anforderungen sind alle von die Geschäftsseite gekommen und sind auf die IT-Bereich gegeben. IT-Bereich ist von zwei Partners entstanden, natürlich ein IT-Dienstleister oder Geschäftspartner. Ich würde das Dienstleister nennen in diesem Fall, da das die alte Welt ist, und dann die Hosting-Partner, die Technologie. Und die Herausforderung für die IT-Partner war sehr oft als Mediator zwischen Geschäftssicht und IT-Sicht diese Rolle von Mediator zu erfüllen. Was haben wir gemacht? Wir haben Konfiguration gemacht, Patches eingespielt, Versionkontrolle, sehr IT-lastig und prozesslastig. Das bedeutet IT-prozesslastig. Die Geschäftsteil liegt oder damals war immer bei dem Geschäft. Und die IT-Teil, die reine IT war Bereitstellung von Hardware. Punkt. Wie hat es sich entwickelt? Und jetzt, ich würde Ihnen aufmerksam machen auf die Magenta-Teil und wie es sich verändert. Jetzt kommen wir auf Application Services at Azure. Erster Punkt, wir haben die gleiche Legende. Was wir hier sehen, ist, dass von dem Magenta-Teil die Erwartungen auf die, und das ist nicht mehr ein IT-Dienstleister, das ist ein IT- oder ein Technologie-Geschäftspartner. Und man kann das sehen, wie groß die Anteil ist. Und das ist Erwartung von Kundenseite, wo wir mitspielen mit Innovation und auch mit Geschäftsmodellen. Das bedeutet, durch diese neuen Services, die die Cloud ermöglicht, und die Erwartung, dass wir als Technologiepartner die Expertise mitbringt, damit wir die volle Nutzung von dem Cloud und Cloud Services gemeinsam bearbeiten kann. Man sieht auch, ganz unten, Entschuldigung, das war mit meiner Leidenschaft unterwegs. Man sieht ganz unten die Marienblau-Teil, wie das. Das ist nicht mehr nur Bereitstellung von Hardware. Punkt. Das geht viel, viel höher in die Wertschöpfungskette. Das geht bis Automatisierung. Und das bringt der Cloud. Das bedeutet, viele Dinge, dass die IT-Dienstleister vorher sich darum gekümmert hat, sind schon vorgegeben oder kommt automatisch von dem Cloud. Das bedeutet, wir haben uns als Technologiepartner unsere Expertise erweitert, damit wir diese Diskussion rund um Innovation, Geschäftsmodell und in besonders Governance, Risk und Compliance dann mitmachen kann. Und es bedeutet auch, die Anforderung von unseren Kunden ist, dass als Technologiepartner wir müssen diese Expertise haben und wir müssen dann auf Augenhöhe die Themen diskutieren kann und übersetzen kann. Es bedeutet von einer Geschäftssicht in eine Technologiesicht und umgekehrt. Jetzt würde ich die Brücke zwischen klassischer Application Management und Application Services at Azure bauen. Erstmal, das habe ich schon erläutert, was die Anforderungen sind von unseren Kunden. Und diese mehr Expertise über mehrere Themen und diese Übersetzungsfähigkeit
von Technologie in Geschäftsprozess, Geschäftsprozess in Technologie. Das ist genau unsere Vorgehensweise und das ist dieser Trusted Advisor. Es bedeutet, wir haben die Expertise und ich sage insbesondere wir, da die Tage von als Einzelunternehmen alles zu erfüllen oder Einzelteam sind lang weg. Es bedeutet nur ein konkretes, integriertes Team kann das beherrschen. Integriertes Team bedeutet unser Kunde oder Geschäft, Technologiepartner mit die Cloud Provider. Das ist diese Ecosystem. Und jetzt, ich möchte sehr gerne über diese Ecosystem sprechen. Wie machen wir das konkret? Und ich habe diese Beispiele mitgebracht. Wieder von alten klassischen Application Management bis Application Services at Azure. Und man sieht hier und im Besonderen auf dem Magenta-Teil, wie groß die Veränderung ist und wie kriegen wir das hin. Und es geht mit unserer One-Team-Approach. Und ich komme immer auf dieses englische Sprichwort Horses for Courses. Übersetzt, das ist Pferde für Rennbahnen. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, die richtigen Leute bei dem richtigen Zeitpunkt in die richtigen Terminen zu haben. Es bedeutet, die richtige Expertise zusammenzubringen in ein virtual oder integriertes Team, damit wir gemeinsame Themen ansprechen können. Man sieht hier auch, dass Strategie und Technologie auf die linkere Seite von die Kreis, die sind sehr eng verzahnt. Und dann Zusammenarbeit und Orchestrierung, das ist genau die Anforderung von unseren Kunden. Und ich habe ein kleines Kundenbeispiel, das ich teilen möchte. Es gibt ein großes Unternehmen, hat mehr als 100 Applikationen und sind auf dem Weg in dem Cloud. Das bedeutet, die haben die ersten vier Kästchen gemacht und jetzt, das bedeutet, die haben das geprüft, hat eine Cloud-Strategie, Cloud-First-Strategie, genau wie bei unseren Markttrends. Und jetzt die Anforderung an uns ist, wie kriegen wir alle unsere 100 plus Applikationen in dem Cloud? Kannst du uns damit helfen? Und das ist genau die Anforderung, wo wir die Strategie, die Technologie und dann diese Orchestrierung und Zusammenarbeit machen, da das ist die einzige Weg, um das hinzukriegen, in diesem Fall bei dieser Kunde. Jetzt möchte ich, da wir möchten nicht nur Marketingfolien anschauen, wir würden auch sehr gerne dann richtige Use Cases anschauen. Und jetzt beginne ich mit Beispielen aus der Praxis und ganz oben rechts hast man wieder diese Rubik's Cube. Und die Frage ist, wie lösen wir diese Komplexität? Und jetzt, was sind die genauen Fragen oder Erwartungen, dass unsere Kunden haben? Und hier ganz in die Mitte. Erster Kunde hat ein Geschäftszyklus und bei hoher Last ist die Last fünffach, es bedeutet 500% höher als die Durchschnitt. Und die Frage ist, können wir das beherrschen oder in dem Cloud beherrschen? Und übrigens, ich würde sehr gerne dann 50% weniger Kosten haben. Das klingt wie unlösbar. 500% mehr Last, jedoch Kosten nach unten. Dann haben wir ein zweites Beispiel von Wochen auf Minuten. Ich würde das erläutern, jedoch das ist die Anforderung. Etwas, was Wochen gedauert hat, ich möchte sehr gerne auf Minuten haben. Dann neues Geschäftsmodell. Normalerweise ist das nicht ein Thema für einen Technologiepartner. Jedoch, das ist die Anforderung heutzutage. Wir müssen auch neue Geschäftsmodelle gestalten und ermöglichen. Und dann die letzte ist, ich möchte sehr gerne KI als Teil meines Geschäftsprozesses einbauen. Das klingt auch
am ersten Augenblick fast unmöglich. Was die Kunden sind, das ist alles anonymisiert. Jedoch, ich glaube, das ist sehr wichtig zu wissen, in welcher Branche befinden wir uns und welche Art von Kunden. Und ich würde von ganz oben nach unten beginnen. Die erste ist, das ist ein nationaler Logistiker. Und übrigens, wir sprechen hier mit dieser hohen Lastschwankung. Natürlich, das geht über die Zeitraum, über Weihnachten, Silvester. Und übrigens, wir sprechen hier von einem Umsatz von 100 Millionen Euro. Das bedeutet, wir sprechen nicht, und das ist ein businesskritischer, bei 100 Millionen Euro Umsatz, das ist ein businesskritischer Anwendung. Was wir hier gemacht haben, ist diese eine Architektur über ein Hybrid. Hybrid bedeutet Cloud, eine Mischung von Cloud und On-Prem mit Container Services, dass wir das Infrastructure as a Service anbieten könnten. Es gibt diese Skalierbarkeit und wir haben das ganz am Anfang gesehen, das ist ein von die Anforderungen, dass jeden Geschäft beherrschen muss. Und hier sehen wir wieder Risk und Compliance und Governance. Und dann haben wir auch das sehr hohe Grad von Automatisierung, damit das schnell und dynamisch wechseln kann. Die nächste Kunde befindet sich aus einem Softwareentwicklungshaus in die Automobilindustrie. Und hier von Wochen auf Minuten. Die Anforderung war, wir möchten, dass unser Entwicklungsteam Funktionalitäten oder Storypoints schneller auf die Reihe kriegen kann. Und wir brauchen ein standardisiertes Deployment von IT-Ressourcen innerhalb von dem Cloud, das unser Entwicklungsteam benutzen kann und sehr schnell bereitstellen kann. Und das haben wir geschafft durch die Benutzung von ARM-Templates aus Azure. Und natürlich Sicherheit und Governance spielt immer eine große Rolle und ist eine sehr hohe Priorität. Und das haben wir geschafft, zusammen die Active Directory Gruppen zusammenzubauen. Wieder, man sieht hier wieder, das ist dieser Teil von die Balancierung von On-Premise und Cloud. Die nächste Use Case ist ein nationaler IT-Unternehmen, hat drei Buchstaben, die erste 2 M. Wir haben ein Softwareprodukt entwickelt und die Nutzen von die Softwareprodukt an sich ist sehr hoch und die Anforderung von unseren Kunden ist, ich möchte das sehr gerne als ein standardisierter Service kaufen. Und wir haben, und das für uns als MMS ist ganz neues Land von unserem Geschäftsmodell. Das bedeutet, wir müssen unser Geschäftsmodell anpassen, basiert auf Kundenanforderungen. Das ist genauso bei unseren Kunden. Die Endkunden von unseren Kunden hat Anforderungen an unsere Kunden und die müssen neue Geschäftsmodelle etablieren und Cloud und die Cloud Services ermöglicht das. Und in diesem Fall haben wir das Software as a Service. Wir bieten ein Software as a Service an. Und das ist alles durch Containerization und automatisierte CI/CD-Pipeline ermöglicht, damit wir das skalieren können. Und übrigens, in diesem Fall haben wir ein Wachstum innerhalb von 6 Monaten von 250% gesehen, von wie viel Kunden. Das bedeutet, das ist wirklich ein sehr schneller Wachstum und das ist nur durch der Cloud und die Automatisierung ermöglicht. Und dann die nächste ist, das heißt Bookseller, das ist ein klein bisschen
Projektnamen, wenn man das so nennen möchte. Hier ist der Kunde auf uns gekommen und hat gesagt, ich möchte KI als Teil meines Geschäftsprozesses einbauen. Worum geht das genau? Der Kunde möchte KI verwenden, um ein viel besseres Prognoseprozess zu haben. Warum? Das geht um Just-in-Time Manufacturing. Das geht auch um ein viel genauer Prognose zu haben und damit diese effektive und effiziente Produktionsprozess zu ermöglichen. Durch Just-in-Time Manufacturing zum Beispiel. Und das ist auch, wie der Cloud und die Technologien rund um der Cloud ermöglichen neue Geschäftsprozesse und ermöglichen neue Arten, dass wir die Technologie benutzen kann, um unsere Geschäftsprozesse zu optimieren. Und das kommt wieder auf diese Orchestrierung und Optimierung. Man sieht das hier genau. Jetzt möchte ich, Entschuldigung, ich möchte sehr gerne von diesem Praxisbeispiel eine Ebene tiefer gehen. Und wie sieht ein Projekt mit diesen zwei unterschiedlichen Services aus? Wie die Folien gelesen sein sollte, ganz oben rechts, wieder zurück auf diese Reifengrad und dem Weg in dem Cloud. Und hier haben wir das untergebrochen über die drei Teile von die Projekt Lifecycle. Das ist von Business Process, von Analyse und Design, Transition und dann Operation. Und wir haben hier, man sieht das bei die Magenta Punkte von links, Einstieg Punkt 1, das bedeutet, das ist zu beantworten, okay, wie viel würde das kosten? Wie beginne ich mit diesem Weg in dem Cloud und wie viel würde das mich kosten? Und das geht ab von 5000 Euro bei einem Time and Materials Vorgehensweise. Dann haben wir die Transition Phase und die Unterschied zwischen die zwei Kurven hier. Ich würde das kurz ansprechen, die blaue Kurve, die obere Teil, das ist Application Services at Azure. Kurze Erinnerung, um die Kreis zu schließen, das ist diese Hochindividualität oder individualisierte Services, die hauptsächlich von Governance getrieben sind, Sicherheit und Governance. Die Magenta-Kurve war diese Scalability Services, das bedeutet hoch standardisiert, hoch automatisiert und resilient. Und man sieht durch die Individualität, wie die Kosten und das ist Aufwand auf die Vertikale und Zeit über die Horizontale. Man sieht, wie die Aufwand mehr ist bei Application Services at Azure. Und das hat mit der Komplexität und Individualität zu tun. Und damit bin ich zu Ende. Stefan. Und ja, ich würde das dann übergeben. Vielen Dank, Jason, erstmal bis hierhin. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und hoffen jetzt natürlich noch auf eine anregende Diskussion. Bevor wir zu der kommen, noch eine letzte Umfrage an Sie. Hat sich Ihr Bild jetzt zum Thema Cloud Application Management geändert, nachdem Sie jetzt den Vortrag von Jason gehört haben? Ah ja, es ist für Sie verständlicher geworden. Ja, es ist komplexer geworden, aber nein, es ist unverändert. Oder Sie haben auch noch eine andere Meinung, können Sie uns auch gerne im Chat stellen. Beziehungsweise, wenn Sie was nicht verstanden haben, jederzeit nutzen Sie die Chance mit Jason und natürlich auch dem restlichen Team, das ich Ihnen schon vorgestellt habe. Die schalten sich jetzt auch gleich dazu, dann auch zu diskutieren. Ja, vielleicht machen wir das jetzt einfach mal. Wir gucken mal, also es ist unverändert bei den meisten, Jason. Das heißt, wir hatten schon eine Menge an Experten wahrscheinlich auch hier, ja, die sich natürlich hoffentlich über deinen Input gefreut haben. Aber ja,
Deswegen kann man ja sagen, also es ist auf jeden Fall nicht bei irgendjemandem komplexer geworden. Das heißt, die Sachen sind auf jeden Fall alle verstanden worden. Wie gesagt, nutzen Sie die Chance, der Martin Lange ist schon zu sehen und dementsprechend kommen wir jetzt und der Matthias Niedlich auch. Und ich glaube, bei dem Sebastian Todt gab es ein kleines Problem mit der Kamera, aber der hört und der sieht uns und oder wir sehen ihn nicht, aber wir hören ihn dann, wenn es soweit ist. Jason, vielleicht noch mal kurz in der Zusammenfassung jetzt noch mal für alle, die vielleicht auch das erste Mal mit diesem Thema in Kontakt kommen. Warum brauche ich eigentlich dieses Cloud Application Management? Was hilft es mir? Zähl mir doch nochmal die wichtigsten drei Punkte auf, bevor wir dann nochmal dazu kommen, was ihr im Besonderen alles anbieten könnt. Ja, danke für die Frage, Stefan. Das ist eine sehr gute Frage. Die Zusammenfassung aus meiner Sicht ist die folgende. Cloud bietet, der erste Punkt ist, Cloud bietet so eine große, vielfältige Möglichkeit, um Geschäftsmodelle zu verändern, basiert auf Endkundenanforderungen. Zweiter Punkt, natürlich damit kommt eine sehr hohe Ebene von Komplexität. Und das bedeutet, Kunden muss das nicht allein machen. Die richtige Partner, das bedeutet Technologiepartner, finden, um das gemeinsam zu gestalten. Und die dritte Punkt ist, die Mehrwert von die schnelle Umsetzung von Kundenwünsche und Geschäftsmodellen macht für einen großen Unterschied von Wettbewerbigkeit. Und das bedeutet, kann schneller auf den Markt mit innovativen Produkten kommen. Und innovative Produkte, das ist wirklich der dritte Punkt. Innovation ist ein Zentrum von alles, was wir machen. Also man hat einen Wettbewerbsvorteil, man ist schneller, das ist auch skalierbar, das hast du ja auch gesagt, ne? Also es ist teilweise sogar, das waren ja auch so Anforderungen in den Use Cases, die du gezeigt hast, teilweise sogar kostengünstiger als jetzt klassische On-Premise-Lösungen. Gibt es denn überhaupt noch Bereiche, mal ganz böse gefragt, wo man On-Premise-Lösungen auch noch bevorzugen könnte gegenüber der Cloud? Gerne auch an alle anderen. Klar, ja, also Antwort vielleicht von meiner Seite auch. Klar, die gibt es. Also, wir haben ja diverseste Kundenumfelder, in denen wir uns bewegen, die letzten Jahre auch. Und da gibt es natürlich auch datenschutzrelevante Themen. POS, NFT ist jetzt mal eins, wo ich einfach sage, das haue ich jetzt mal in die Runde rein. Verschlussdaten, schwieriges Thema im Cloud-Umfeld. Ja, da muss man ja dedizierte Hardware auch nachweisen können. Von daher, ja, diese Cases gibt es weiterhin. Das, was wir viel sehen, sind auch hybride Modelle bei unseren Kunden, die natürlich dann auch Möglichkeiten suchen, um die vielleicht heute vorhandenen Private Cloud-Implementierungen nahtlos nutzen zu können, wie die Public Cloud-Implementierungen. Ja, Microsoft Azure jetzt beispielsweise, Azure Arc, so ein bisschen als Schnittstelle zwischen den Welten. Jetzt kommt hier eine Bemerkung, Kritis oder ich weiß nicht, könnt ihr mir das Genau, die gehen erklären? genau in die gleiche Richtung. Genau, das ist es. Genau, kritisrelevante Umgebungen. Richtig, passt. Das ist nur eine Ergänzung zu dem, was ich schon gesagt habe. Vielen Dank für den kompetenten Beitrag, den ich natürlich nicht dechiffrieren konnte als Nicht-Experte, aber das ist auch nicht meine Rolle. Entwicklung von Geschäftsmodellen, neue Geschäftsmodelle, die sich in der Cloud besser und schneller entwickeln lassen. Jason, kannst du da noch mal ein paar? Ich weiß, manchmal ist es auch schwierig, über Referenzen zu reden, wenn man keine Referenzfreigabe hat. Aber vielleicht kannst du da noch mal ein paar Beispiele bringen, auch von Firmen, die das gemacht haben, wo man wirklich sagen kann, also das war ein Geschäftsmodell, das hätte ohne Cloud gar nicht so funktioniert. Ja, ich würde sehr gerne zurück auf die vierte Use Case, das wir hatten. Entschuldigung, die dritte. Und das ist genau MMS. Und dort wieder haben wir ein Softwareprodukt entwickelt. Es bedeutet, in die traditionelle Art würde jeden Kunde eine Instanz von diesem
Produkt kaufen und das auf eigene Infrastruktur deployen. Und dann würden wir Updates einspielen und das wird an den Kunden geschickt und das muss dann allein von den Kunden gemacht werden. Jetzt, was haben wir? Wir haben ein neues Geschäftsmodell, wo wir das Software as a Service anbieten. Es bedeutet, das ist ein, ich muss nur das beantragen über die Internet und dann kann ich Zugang haben. Und was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, zum Beispiel, wir können Pay-as-you-go-Modellen entwickeln. Es bedeutet, ich zahle nur für die Teil, das ich benutze. Es bedeutet, wenn ich 10-mal diesen Service aufrufe, dann zahle ich 10-mal 10 Cent, ein Jahr. Vorher war das nicht möglich. Das ist ermöglicht durch den Cloud und die Art, dass wir die Consumption monitoren kann. Auch ein großer Vorteil ist, wir haben die Monitoring, dass wir das dann 24/7 anbieten kann und das kann skalieren. Das bedeutet, ich habe die Beispiel von 10 Services gegeben. Es gibt in diesem Rahmen eine Kunde, wir sind normalerweise mit 8000 Services unterwegs. Eine Kunde hat gesagt, ja, sehr gerne, jedoch ich möchte 60.000 Services benutzen. Das bedeutet wieder, diese Skalierbarkeit ist sehr, sehr wichtig. Und deshalb einfach die großen Mehrwerte, die von dem Cloud ermöglicht sind. Wir haben jetzt schon ein paar, wir haben in diesem Seminar festgestellt, dass wir uns mehr um Azure kümmern, ne? Und das sind die Sachen, wir haben aber auch schon gesagt, ihr habt natürlich auch andere Cloud-Kompetenz. Nur mal die Frage hier in die Runde, also insgesamt an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, in welchem Business-Umfeld oder welche Cloud benutzen Sie denn in Ihrem Business-Umfeld? So rum macht es einen Sinn. Nur mal, damit wir so ein bisschen, können Sie gerne uns einfach mal in den Chat schreiben, dann kriegen wir mal so ein bisschen einen Einblick. Ich will jetzt gar nicht die verschiedenen Cloud-Anbieter gegeneinander ausspielen bzw. vergleichen. Aber Martin hat es eben auch angesprochen, DSGVO ist natürlich für viele deutsche Unternehmen auch immer wieder ein Thema. Wie ist das mit Azure, Jason oder wer auch immer darauf antworten möchte? Als Azure von Microsoft und amerikanisches Unternehmen. Ich würde diese Frage weiter an mein Team von Experten geben. Keiner fühlt sich verantwortlich, immer wenn man das Team anspricht. Martin oder Matthias, wer möchte? Ja, DSGVO, da muss man halt individuell immer gucken, was jetzt gerade, ob das wirklich DSGVO ob das wirklich so ist. Also wir können in der Azure ja prinzipiell in Deutschland nur hosten. Da muss man halt individuell gucken, wie das jetzt gerade ist. Welche Anforderungen wahrscheinlich auch der Kunde hinsichtlich seiner zu hostenden Daten hat. Aber jetzt können wir natürlich sagen, es gibt natürlich ja auch immer, also klar entsprechen alle Clouds der DSGVO jetzt erst einmal, ne? Also um jetzt irgendwie datenschutzrelevante Themen natürlich Absicherungen dann auch anzubieten, aber es gibt natürlich dann da hochsensible und hochkritische Daten, öffentlicher Dienst und so weiter, ne? Also wenn wir in die Verwaltung reingucken, wenn es öffentliche Auftraggeber sind, da sind dann sicherlich, werden dann andere Themen nochmal relevant, Martin. Genau, so ist es. Am Ende des Tages grundlegend haben die alle Plattformen, alle Hyperscaler auch eine Freigabe, DSGVO-konform oder GDPR-Konformität herzustellen. Das ist vollkommen fein. Die Frage ist halt, was macht man denn innerhalb der Ökosysteme? Verschlüsselung ist da jetzt ein Thema, was man ansprechen könnte und sagt, Mensch, wenn es gesteigerte Anforderungen an Datenschutz gibt, dann lasst uns die Daten verschlüsseln. Das andere ist das, was Jason vor uns schon angesprochen hat, so eine Governance-Compliance-Hülle, die man auch bereitstellen kann. Also wie frei darf sich denn jeder auch in dem Ökosystem bewegen? Wie sehr schränke ich denn das Nutzerverhalten ein?
damit ich sicher gehen kann, dass Daten nicht irgendwo landen, wo sie nicht hin sollen und dass andere darauf Zugriff erhalten an Stellen, wo das nicht passieren darf. Mhm. Da gibt es unzählige Möglichkeiten. Du hattest gerade ein Thema auch angesprochen, Jason, deutschen Logistiker, den wir da unter die Arme greifen, auch da ganz, ganz wichtig. Da geht Datenschutz über alles. Also wenn da eine Lücke entsteht innerhalb des Cloud-Ökosystems und gerade auch im Azure-Umfeld, wo wir nicht darauf reagieren können, wo wir nicht die Kontrolle haben, das wäre ein No-Go. Damit wird man nicht in die Cloud gehen können. Mhm. Und was will ich damit sagen? Es gibt inzwischen sehr, sehr viele Unternehmen, auch speziell in Deutschland, die sagen, du, das ist richtig, ist ein amerikanisches Unternehmen, aber inzwischen auch genügend Möglichkeiten, um da einfach den Datenschutzbedürfnissen gerecht zu werden in den Cloud-Ökosystem. Okay. Eine beruhigende Antwort. Vielleicht auch, wenn ich euch drei jetzt nochmal dabei habe, Matthias, Martin und Sebastian, nochmal zu euren Rollen. Jetzt würde man natürlich früher sagen beim On-Premise-Hosting, naja gut, da gibt es halt eine Hosting-Plattform und da muss ich irgendwie eine Datenbank zur Verfügung stellen und da setze ich dann, bin ich dann meinen Webservice zur Verfügung. Wofür brauche ich denn da Konzeption, Design, Business Development? Also könnt ihr nochmal eure Rollen, Jason hat es ja in seinem Vortrag auch schon angekündigt, nochmal quasi jetzt mit Leben erfüllen, warum das jetzt in einem Cloud-Service anders sein muss und warum es auch wichtig ist und dass der Mehrwert daran ist. Martin, möchtest du mal anfangen? Gerne. Ich gucke ja so ein bisschen aus der strategischen Perspektive auch drauf und sehe natürlich auch, wie innerhalb unseres Konzerns sich das Geschäft wandelt. Also wir sind natürlich, kommen aus einer Welt, wenn man jetzt mal den Konzern ein bisschen größer zieht und sagt, Mensch, wir haben Rechenzentrumsinfrastrukturen über viele, viele Jahre auch, entschuldige, ich komme hier parallel, von unseren Kunden, für unsere Kunden gemanagt. Das heißt Infrastruktur, virtuelle Maschinen, Datenbanken, da sind wir extrem stark und gut aufgestellt. Das ändert sich natürlich, wie Jason es heute auch dargestellt hat, massiv in der Zukunft. Nichtsdestotrotz ist es nicht einfach ein Wegfall vom Geschäft, sondern dadurch, dass die Cloud-Ökosysteme so komplex sind und so eine Vielfältigkeit und Geschwindigkeit darstellen, muss es einen Blick über den Tellerrand geben aus meinem Blickwinkel heraus. Es geht sehr stark in Automatisierung hinein. Es geht dahin, dass wir mehr in die Geschäftsprozesse der Kunden auch reinschauen, als wir das vielleicht bisher getan haben. Und genau an dieser Stelle setzen wir an. Also mein Blick, wie kriegt man ein strategisch langfristiges Umfeld für uns auch geschaffen mit der Historie, die wir haben als Konzern, um da in Zukunft in den Cloud-Ökosystem für unsere Kunden auch Mehrwerte im Kontext der tieferen Integration, der wirklichen Nutzung der Microsoft Azure jetzt in diesem Kontext herstellen zu können. Und das ist ganz schön kompliziert, umfangreich, wenn man sich alleine vorstellt, dass die Plattform von Datenschutzthemen über AI, KI, Blockchain-Technologien, virtuelle Maschinen, Kubernetes-Container-Technologien eigentlich alles anbieten, was man in der Historie vielleicht aus unterschiedlichen Ökosystemen zusammentragen musste. Und Matthias, es sind halt dann nicht nur immer fertige Module, die man dann quasi jedem Kunden einfach so überstülpen kann, sondern es müssen auch extra Module dann entsprechend in der Cloud für den Kunden entwickelt werden. Und da fängst du dann an als Developer. Was sind das deine Aufgaben? Ja, für mich ist eher die, also meine Aufgabe sehe ich eher da drin, die Leute in die Cloud zu bringen. Mhm. Und dann halt auch hinterher ja, das automatisiert betreiben zu können oder wir betreiben es halt auch selber. Die Sache ist es halt nicht nur einfach in die Cloud bringen. Die Frage ist ja, was passiert danach? Und das muss man halt schon am Anfang mit strategisch irgendwie überlegen. Mhm. Und da sehe ich eher so unsere Aufgaben oder meine jetzt. Mhm. Sebastian, dich sehen wir leider nicht, aber vielleicht wir hören dich ja. Du bist für Design und Konzeption zuständig. Was machst du da genau? Genau, also meine Aufgaben sind so Betrachtung, sage ich mal, der Ist-Zustände, also wo kommt man her und was sind sinnvolle Szenarien, sprich macht man einen großen Hub in die Cloud, alles mit einmal oder entwickelt man hybride Modelle, die meisten dann erstmal mit ein oder zwei vielleicht IT-Systemen anfangen, sodass quasi hybride Modelle quasi erstmal im Fokus stehen und auch dann Bewertung. Was nutzt man dann in der Cloud? Also es ist kein gutes Ziel, einfach zu sagen, ich habe jetzt irgendwo on-prem ganz viele VMs da stehen und migriere die einfach mal in die Cloud. Das ist quasi kein Cloud-Ansatz. Man muss quasi dann entscheiden, welche Technologien nutzt man dann bei den entsprechenden Cloud-Anbietern. Und das ist bei mir so quasi der Schwerpunkt. Okay, und wie entscheidest du das? Also nach welchen Kriterien? Das ist immer individuell für die einzelnen Kunden und IT-Systeme. Also was ist halt
Also Beispiel zum Beispiel irgendwelche Workloads, die früher auf VMs laufen, lassen sich relativ gut in Container Kubernetes abbilden, zum Beispiel irgendwelche API-Anwendungen, die auf Webservern früher liefen. Da gibt es diverse API-Konstrukte in den Cloud-Anbietern bei Azure, also bei API-Gateways und sowas. Und das ist halt immer sehr individuell auf die Kunden zugeschnitten dann. Kann man sagen, dass es bestimmte Branchen gibt, die jetzt so cloud-affiner sind als andere oder die in der, also das ist jetzt, wie ist es, jetzt ein Thema E-Commerce, ist es ein Thema Business-to-Business, Business-to-Consumer, dass man sagen kann, das ist hier besser aufgehoben, Jason, wie kann man da irgend so eine Differenzierung einführen oder ist das Blödsinn? Blödsinn würde ich nicht sagen. Jedoch, wenn wir auf unsere Kunden anschauen, Stefan, du hast das angesprochen, 75% von unserem Geschäft ist Azure-basiert und es gibt eine Geschichte dahinten. Die Geschichte dahinten ist, dass viele von unseren Kunden haben sich auf Microsoft standardisiert, Microsoft Office und jetzt M365 als die weitere Schritt. Das ist fast logisch, dass diese Kunden bei erster Berührungspunkt bei Cloud hat sich für Azure entschieden. Und deshalb diese Schwerpunkte auf Azure. Warum spreche ich das an? Erster, du hast das angesprochen. Ja, der Schwerpunkt heute ist Azure. Nichtsdestotrotz, wir können auch AWS, Google und unser eigener Open Telecom Cloud auch bedienen. Es bedeutet nicht, nur Azure fokussiert. Jedoch, wie gesagt, 3/4 von unser Geschäft ist Azure fokussiert und deshalb die Schwerpunkt. Gibt es da einen Business-Schwerpunkt, dass man sagt, von diesen 3/4, da kann man sagen, da kommen 50% aus dem Bereich, was weiß ich, Logistik, Industrie, sonst irgendetwas? Ja, können wir sagen. Jedoch, die Aussage, erstmal auf deine erste Frage. Deine erste Frage war, gibt es branchenspezifische Dynamik hier drin? Ja. Meine Antwort ist nein. Da, was wir gesehen haben über unsere Kunden, und das ist über viele unterschiedliche Branchen und auch Größe von Kunden, gibt es genau die gleiche Interesse. Das bedeutet, wir haben das gesehen von dem Markttrends, dass bis 2025 85% von Unternehmen würde eine Cloud-First-Strategie unternehmen. Es bedeutet alle Branchen und alle Größe von Kunden. Auf deine zweite Frage genau zu beantworten, du hast gefragt von unseren, was wir von Branche sehen. Ich kann das beantworten. Ich würde das beantworten. 50% kommt aus der Logistikbranche. Aha. Jedoch, die kleine Jedoch dazu ist, das hängt zusammen mit mehreren Jahren Zusammenarbeit und wie wir diesen gemeinsamen Weg gestalten haben. Das bedeutet, wir haben ganz klein angefangen mit die erste Cloud Assessments, Cloud Readiness und diese erste POC. Und das bedeutet, über diese 5 Jahre ist das eine Kunde oder eine Branche groß geworden. Das ist Stand heute. Das ist wirklich Stand heute. Mit dieser Branche, was wir gelernt haben, kann natürlich übersetzt werden oder umgesetzt werden in andere Branchen auch. Deshalb, obwohl das ist ein Stand heute, 50% kommt aus Logistik. Ich weiß nicht, ob in einem Jahr, wenn du die gleiche Frage stellst, ob das die gleiche Antwort wäre. Ich hatte jetzt einfach nur mal so geraten, deswegen war das irgendwie
Echt ein kompletter Zufallstreffer. Wir haben das vorher nicht abgesprochen, aber umso besser. Manchmal hat man ja doch ein Näschen, dass man denkt, okay, das würde in der Branche jetzt irgendwie ganz besonders passen. Vielleicht nochmal an die drei, die dein Team auch bilden, natürlich an dich, Jason, auch so ein bisschen hin auf die Uhr gucken zum Abschluss. Ich kann mir vorstellen, dass das Thema Application Management Services in der Cloud ein sich stark veränderndes Thema ist. Wöchentlich, monatlich, jährlich, dass neue Applikationen dazu kommen, dass neue Services dazu kommen, dass neue Technologie ins Spiel kommt. Martin, fange ich mal mit dir an. Wie halt, hält man sich da fit? Wie bleibt man da am Ball? Das ist also, erstmal ist deine Frage valide. Also ich kann sie dann unterschreiben und sagen, Steffen, ja, du hast recht, das ist so. Wir haben da so Situationen erlebt, wo man sagt, Mensch, du, in dem Cloud-Ökosystem alleine schon ein Update von einer Web-Application-Firewall oder von einer Firewall in Summe von der Version 1.0 auf 2.0 ist sowas wie Neubau. So ein Neubau heißt, wir müssen uns auch mit unseren Konzepten komplett neu aufstellen. Das ist spannend. Das heißt also an dieser Stelle eine hohe Dynamik in den Cloud-Ökosystemen und deswegen auch der Mehrwert des Application-Management, wie wir es heute angeboten haben, aus unserem Blickwinkel heraus auch allumfassend existent. Weil das, was unsere Kunden auch wollen, ist, die wollen schnell an den Markt, sie wollen schnell Geschäft generieren können, sie wollen schnell neue Funktionalitäten einbauen können und die brauchen da einen verlässlichen Partner, der sich darum kümmert, dass die Themen nicht auseinanderfallen. Ja, und das heißt, die Dynamik der Cloud-Ökosysteme auch ein Stück weit zu beherrschen. Wie funktioniert das? Das ist eine ganz spannende Frage dahinter, weil das ist nicht auch ein Stück weit ein Wandel weg von den klassischen Schulungsmodellen, die man vielleicht kennt. Also früher hat man sich ja hingesetzt und gesagt, Mensch, wir machen eine Schulung einmal im Jahr, da gucken wir uns mal an, was gibt es denn so für ein neues Update in der Version 9, 10 oder 11. Das ist heute ein stetiges Lernen, dauerhaft. Mhm. Wir haben das ergänzt mit Schulungsideen und Möglichkeiten für unsere Kollegen, dass sie sich wirklich ad hoc auch mit Themen beschäftigen können. Ich nehme an der Stelle mal sowas wie Cloud Guru dazu, wo wir einfach unseren Kollegen Zugänge geben, wo sie sagen, Mensch, das Thema habe ich ja noch gar nicht in meinen Händen gehabt. Das hat sich verändert. Ich weiß gar nicht, wie geht denn das? Ich guck mal, Tutorials anschauen, da mal reinzugehen. Natürlich auch der Austausch ist deutlich gestiegen. Also das Klassische, wir werfen jetzt mal den Plan für das Jahr in den Raum und wir sind fertig und damit läuft alles. Schwierig. Funktioniert an dieser Stelle nicht, sondern es ist ein dynamisches Miteinander, Austausch untereinander, wer hat was schon gesehen, wer ist an der Stelle auch schon mal mit, keine Ahnung, mit der Technologie A oder B unterwegs gewesen. Man muss sich gegeneinander helfen, unterstützen. Und ein wichtiger Grad ist auch Automatisierung vorwärts treiben. Also klassisch von Hand in den Systemen, in den Tools was zu treiben, wird uns auf kurz oder lang nicht glücklich machen. Deswegen automatisieren wir alles, was irgendwie automatisierbar ist. So vielleicht als kurzer Wrap. Ja, Matthias, wie geht's dir damit? Und wir schalten vielleicht auch nochmal in die Abschlussfolie schon mal um. Das heißt, wir haben noch 2 Minuten. Ja. Aber wir können die Frage natürlich noch zu Ende beantworten. Nur ganz kurz, Matthias, an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie können, bitte geben Sie uns hier ein Feedback. Hier unter Jason einfach draufklicken, können Sie sich die Präsentation runterladen. Und wie gesagt, Feedback wäre sehr wichtig. Danke. Jetzt du, Matthias. Ja, die Welt, finde ich, hat sich komplett geändert. Also ich bin mit meinem Wissen ungefähr 18 Jahre oder sowas relativ gut ausgekommen und so in den letzten 4 Jahren hat sich das komplett geändert. Also die Welt ist viel agiler geworden und das kann man halt nur mit diesen DevOps-Konzepten und was Martin gerade sagte, Automatisierung, Standardisierung schaffen. Also ja, ist sehr anfordernd. Aber auch spannend, Sebastian. Wie geht es dir mit dem Thema? Es ist eigentlich genauso, wie Matthias schon erwähnt hat. Ich glaube, ich kann da jetzt nicht noch mehr ergänzen. Also es ist wirklich, man muss permanent am Ball bleiben. Jason, du hast ein sehr dynamisches, junges und sicherlich auch erfolgreiches Team hier und da gibt es noch ein paar Leute mehr, die da in diesem Team mit drin sind. Was müsstest du uns dann noch auf den letzten Metern mitgeben zu dem Thema? Ist dein Ausblick für 2023? Ich glaube, wichtig für mich ist, wie wir angefangen haben mit diesen 2 Zitaten. Ohne eine Geschäftsstrategie, ohne Cloud-Strategie geht gar nicht. Da das ist ein Bestandteil und ein sehr wichtiger Teil von unserer Zukunft und unsere Zukunft zu gestalten. Und die Komplexität, obwohl das unlösbar aussieht am Anfang, haben wir das Team, um das zu beherrschen. Und wir sind bereit und mit Leidenschaft an dieser
Herausforderungen gemeinsam zu arbeiten. Vielen Dank, Jason. Vielen Dank, Martin, Matthias und Sebastian. Und vielen Dank natürlich Ihnen, dass Sie heute hier zu Gast waren, dass Sie heute mit uns zusammen die letzte Digital Hour 2022 hier quasi verbracht haben. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Jahresausklang, ein schönes Wochenende erst natürlich auch zunächst, und wir halten Sie natürlich dann auch auf dem Laufenden, wie es mit der Digital Hour und weiteren IT-Themen im nächsten Jahr weitergeht. Bis dahin alles Gute und viel Gesundheit. Tschüss.